Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Trollface Quest Video Games. Das ist eine Spielereihe, kennen wahrscheinlich einige von euch, eine sehr bekannte Spielereihe sogar. Die gibt es in allen möglichen Varianten, hier mit Video Games 2 oder Horror, USA Adventure, TV-Serien, was weiß ich, was es alles gibt. Die haben einfach alles genommen, was man überhaupt machen kann und daraus so ein Trollface Quest Game gemacht. Und wir spielen heute Trollface Quest Video Games und in dem Spiel geht es darum, dass bei der, wir gehen einfach mal rein, dass es ein Trollface gibt und der verarscht einen immer, mehr oder weniger. Es ist ein Klickspiel, auch ein Handyspiel besser gesagt. Und man muss halt das Trollface trollen, sagen wir es so. Und wenn man ihn richtig getrollt hat, dann hat man gewonnen. Wir können jetzt einfach mal auf irgendwas raufklicken. Hier, das ist auf jeden Fall Angry Birds. Wir können ja immer mal erraten, was das sein soll. Angry Birds, und wir klicken einfach mal auf dieses hässliche Schweinchen. Und es passiert gar nichts. Dann schießen wir doch einfach mal unseren Vogel ab. Ja, das ist der Trolltypi. Das war auf jeden Fall falsch. Level gescheitert. Machen wir es natürlich nochmal. Kann man denn sonst noch machen? Vielleicht hier, weil da sowas kaputt ist bei dem Teil? Da irgendwie raufklicken? Nee. Dann keine Ahnung, Leute. Was müssen wir machen? Vielleicht müssen wir den irgendwie anders abschießen. Es gibt doch noch so Hints. Hier mit diesem Fragezeichen. Wenn man darauf klickt, dann gibt da einen einen Hint. Vielleicht müssen wir einfach das Ding hier irgendwie anders. Aha! Okay, wir müssen einfach von woanders darauf ballern. Okay, verstanden. Also wir müssen den ja irgendwie anders abschießen, aber ich muss hier schon drücken. Ah, man kann den... Guck mal, ah, man kann ihn überall hin machen. Ja, wir wollen natürlich... Wie, er frisst uns einfach. Platzt der jetzt wenigstens? Oh, okay, das war schon mal richtig anscheinend. Er ist jetzt gefressen. Ich wusste nicht, dass man den Vogel einfach nehmen kann. Ja, wir haben ihn kaputt gemacht. Er ist tot durch Furz. Okay, witzig. Nächstes Level. Hurra. So wird es jetzt die ganze Zeit sein, by the way, Leute. Okay, dieses Spiel kenne ich gar nicht. Ach doch, das ist hier Warcraft WC. Ja, witzig. Das ist Warcraft. Okay, hier ist auf jeden Fall dieser Troll-Dude und wir sind anscheinend dieser komische Typi. Das ist das Welt zur Schergenwelt. Yay. Okay, wir klicken ihn einfach mal an. Er lacht uns aus. Aber juckt uns nicht. Jetzt lässt er uns nicht mehr hier rein, oder was? Nein, geh weg hier. Oh, war das schon richtig? Hilfe. Okay, er ist verdutzt. Er sieht nichts mehr. Was ist los? Geh doch da wieder rein. Anscheinend war es nicht ganz falsch. Doch, es war falsch. Hä? Okay, aber guck mal, jetzt ist dieses Viech hier weg. Aber wenn wir da einfach nur reinlaufen, dann ist das schlecht. Vielleicht müssen wir irgendwas mit diesem Spray machen oder so. Genau, Spray war hier den Weg weg, dass ich da durch kann. Okay, das hat funktioniert. Kann man mit seiner Klopapierrolle hier auch irgendwas machen? Nee, aber anscheinend... Jetzt können wir auf Toilette gehen. Ja, geil. Ist das witzig, Leute. Oh Mann. Ist das jetzt wirklich die ganze Zeit so? Ich dachte, das wäre besser. Ich habe gesehen, das hat 5 Millionen Downloads. Aber wenn das jetzt immer nur so ein schlechter Pipi-Kaka-Humor ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Okay, das ist Candy Crush Saga. Ja, ist natürlich an Candy Crush angelehnt. Also bisher habe ich alle Spiele erkannt. Da bin ich ja ganz happy drüber. Hier, das kommt da unten hin. Yay, wir kriegen das Trash hier alles zusammen. Oh, das war falsch. Was können wir denn dann machen? Müssen wir mit einmal alles kaputt machen oder müssen wir vielleicht den Typen hier anklicken? Okay, das war schon mal richtig. Guck mal, hier ist ein kleiner Pokéball. Oder Pokeklotz. Ein kleiner Pokeklotz, ja. Okay, hier hinter ist auch noch irgendwas. Vielleicht, wenn wir das... Aha! Was machst du denn da? Genau, fress alles. Aha! Jetzt ist es so ein kleines Pac-Man-Viech. Alles klärchen, witzig. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll, Leute. Ja, war anscheinend richtig. Nächstes Level. Das Spiel hat so viel Werbung, das ist nicht mehr normal. Okay, das ist... Anscheinend... Hier, wie heißt das Spiel? Ich kenne das. Cut the Rope. Cut the Rope. Ja, machen wir doch einfach mal. Hier, Rope cutten. Ich will das Rope cutten. Das ist auf jeden Fall wie dieser Trollface-Typi. Anscheinend muss man dem immer als erstes anklicken, oder was? Dann verschwindet der schon mal. Ah, es gibt immer so Sachen zum Finden. Oder was? Kleines Relaxo. Also man kann Sachen in jedem Level einsammeln, oder was? Und jetzt schneiden wir das Ding hier durch. Yay. Wieder ein Klowitz. Das war falsch? Okay, also die sammelbaren Dinger sind jetzt weg. Das hier sieht aus wie so ein Knopf oder so, aber bringt anscheinend nichts. Vielleicht müssen wir erst die Klospülung runter machen. Auch nicht. Also wenn wir auf ihn draufklicken, dann fällt er runter und dann ist alles blöd. Wir müssen irgendwas mit diesem Klo noch machen. Hier ist halt so ein Knopf oben, aber bringt halt nichts. Ich kann das auch nicht runter schubsen oder sowas.
Ah, wir müssen noch abspülen. Ah, das macht natürlich Sinn. Das war jetzt aber richtig, oder? Wieder nicht? Muss man doppelt abspülen? Achso, und dann wahrscheinlich noch die Klobrille runtermachen. Oh mein Rage. Gott. Na denn, wir cutten das Rope-Ding, wie auch immer das geht. Cutte, los, runter, runter mit dir. Hallo? Ah, dann betätigen wir die Klöspülung. Und dann kommt die Klobrille runter. So, Dankeschön. Meine Güte. Also die Werbung ist wirklich richtig viel. Nach jedem Try, den man hat oder machen will, muss man sich eine Werbung angucken. Und ihr seht jetzt auch schon, für das nächste Level musste ich mir auch nochmal eine Werbung angucken. Das ist super nervig. 2048. Ich glaube, so heißt das Spiel sogar tatsächlich, oder? 2048? Das kenne ich auch. Okay, die Sieben müssen zusammen. Und jetzt... Hä? Jetzt schon falsch? Das war doch richtig. Sondern, was soll ich denn machen? Ich soll nicht auf 2048 kommen, oder was? Aber wir können nur nach oben. Oder nach rechts. Was ist denn, wenn wir nach rechts swipen? Geht auch nicht. Ich kann nur nach links swipen. Muss ich das so schnell machen, dass ich... Links, hoch, 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 hoch. Verstehe ich nicht, Leute. Also wenn ich nur nach links mache, ist falsch. Vielleicht muss ich irgendeine Zahl erstmal anklicken. Hier, ich kann was mit der 8 machen. War das 49? Man muss so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken. Das finde ich immer gut. Ach, guck mal, jetzt sind das hier auch 39er. Das sind es normalerweise nicht, oder? Wenn wir jetzt nach links gehen. 2049. War das richtig? Kleiner Guy. Tolle Sache. Ach ja, na gut, ein Level machen wir noch. Oh, haben wir Geburtstag? Das, ach so, hier, die Torte. The cake is a lie. Das ist Portal auf jeden Fall. Da haben wir den Dumbo. Da haben wir sogar die Portal-Kanone. Richtig krass. Okay, ich denke einfach mal, wir müssen auch irgendwo... Nein, nein, ey, nein, mach doch... Was soll das denn? Ja, pupst mir meine Kerze aus, oder was? Oh, wir sind voll unhappy. Ich glaube, wir müssen irgendwo ein Portal hinsetzen, wo dann dieses kleine Viech reinkommt. Was ist denn, wenn wir auf das Portal klicken? Passiert erstmal gar nichts. Wir müssen irgendwas mit unserem Portal-Ding hier machen, bevor wir essen und so. Schieß mal irgendwo hin. Da, ein Portal. Und jetzt können wir es auspusten, weil dann fällt er da einfach rein. Nicht? Ey, fall da rein! Come on, ich habe doch extra das Portal dahin gemacht! Ist das blöd oder was? Okay, aber das Portal ist auf jeden Fall schon mal richtig. Vielleicht müssen wir da raufklicken, damit er da reingeht? Ich weiß es nicht, Leute. Wir können... Ah, wir brauchen zwei Portals. Das ist so logisch. Und dann wird er da reinfallen. Okay, jetzt geht das aber. Los, puste aus, die Kerze. Du darfst jetzt essen. Los, hier, iss. Jetzt geht das nicht mehr, oder was? Iss doch dein scheiß Kuchen jetzt. Aha. Au, stirb. Das ist mein Kuchen. Yay, ein sehr komisches Spiel. Alles klar, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt Bescheid. Bisher fand ich davon nicht wirklich irgendwas witzig. Aber, puh, es hat 5 Millionen Downloads, Leute. Kann ja nicht so schlecht sein. Und wenn es davon so viele Editionen gibt, ich weiß nicht. Ja, wenn ihr davon noch eine Folge sehen wollt, dann sagt mal Bescheid. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.